Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Zack McCracken. So, wir können uns jetzt die Sachen wiederholen. Aber vorher schauen wir uns mal die Nachrichten an. Benutze. Wo habe ich ihn? Fernbedienung. Wir fahren fort mit der heutigen Top-Story mit Dummheitsepidemie. Ja, das hatten wir schon. Irgendwie in Erinnerung, dass wir eine Nachricht kriegen, dass wir im Lotto gewonnen haben. Dem ist leider nicht so. Anrufbeantworter. Da hören wir doch gerade mal rein. Ja, immer noch nicht. Der ist schon offen. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben das große Los gezogen. 10.000 Dollar. Ja, supi. Jetzt haben wir massig Geld und können so viel reisen, wie wir wollen. Kommen Sie, ich gebe Ihnen den Gewinn. Aber wie gesagt, man braucht es nicht, wenn man genau die richtige Reihenfolge und jeden Ort eigentlich nur einmal aufsucht, dann ist das eigentlich gar kein Problem. Man kann sich auch immer, wenn man irgendwas kriegt, zurücksetzen lassen, weil man sich dann schnappen lässt und ist wieder hier in San Francisco. Was für ein Glücksblitz. Kann ich Ihnen helfen? Nö, erstmal nicht, danke. Und wie gesagt, man kann im Lotto immer wieder gewinnen. Man muss nur einmal zum Bermuda-Dreieck wieder fliegen und holt sich bei den Außerirdischen dann, die einen kidnappen beim Lottomat, einfach wieder die neuen Lottozahlen. Gewinnt im Endeffekt immer wieder. So, dann ziehen wir mal den Hut an. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Dum-di-dum. Und geben uns als Außerirdische aus und schnappen unsere Habseligkeiten. So, jawohl, ist der Kram von mir. Bis bald. So, und dann sollten wir uns doch mal hier diese Schriftscholle angucken. Ich kann es nicht lesen, es ist in einer bizarren Sprache. Ja, und dafür brauchen wir die Annie, die in London ist. Benutzen wir mal diesmal den Golfschläger. Auf zum Flughafen. Hä? Wie, das klappt nicht? Benutze Cashcard in Cashcard Reader. Ja, die ist in London. Ja, würde ich sagen, gehen wir dann auch hin. Und von da nach Ägypten dann. Also nach Afrika. Und geben ihr mal diese Schriftrolle, die wir von dem Vogel haben. Wechseln rüber zur Annie. Und die kann die jetzt entziffern. Hm, das ist nicht einfach. Einen Moment. Es sind Worte der Macht. Knie, Sisi, Flee. Nichts passiert. Ja, die muss sie nutzen, diese Worte. Stimmt, da hätte ich auch gar nicht bei den Stonehenge hier in London noch gar nicht, hätte das gar nicht geklappt, selbst wenn ich den zweiten Kristallteil hätte. Dann wechseln rüber zu Zack wieder. Der von hier aus jetzt mal sich auf nach Afrika macht. Ach, war natürlich ganz oben. Cashcard. Kathmandu, Kairo, Ägypten. Genau. Von da kommen wir nämlich, glaube ich, dann weiter
hier müssen wir, glaube ich, noch gar nicht hin. Geh mal lieber zurück. Wir gehen da gleich rüber. Erstmal Ticketautomat. Kinshasa, Zaire. Da wollen wir hin. Was gibt's denn für Neuigkeiten? Doodle. So, jetzt ist wieder ein bisschen Sucherei. Wo geht's hier an? Oh nein, hoffnungslos verlaufen. Wo geht's hier lang? So, nimm ab, Hut. Aha. Hallo, hallo, was kann ich für dich tun? Und dann sieht man hier schon, da hat er einen Golfschläger. Das ist der, sieht aus wie ein gutes Set Schläger aus, aber es fehlt ein Sane Wedge. Und wie der Zufall es will, haben wir genauso einen hier. Und hier sehen wir nochmal ein Bild von dem Guru. Genau, ein Foto vom Schamanen und einem Guru, sie spielen Golf. Also der ist das. Und dem geben wir jetzt den Golfschläger. Ein Golden Boar Sandwich, der fehlte noch in meiner Sammlung. Dafür zeigen die uns so einen Tanz. Komm mit, mein Freund. Den muss man sich jetzt merken, ansonsten kostet der Geld, falls wir uns den nochmal angucken wollen. Und das ist das, was wir... Wir werden den heiligen Tanz zeigen, den uns die Altväter beibrachten. Das ist genau der, den ich jetzt mir merken muss. In der Reihenfolge, pass genau auf. Es heißt, er öffnet die Tür zum Kopf. Und wir sind ja bei diesem großen Kopf auf dem Mars. Und da kam ich ja jetzt gerade eben ein Video vorher nicht weiter, deswegen. Das hatte ich vergessen, das hätte ich vorher machen müssen. So, das sind die... Vergiss nicht, was du gesehen hast. Also ich habe jetzt gesehen, zweimal der ganz rechts oben, dann dreimal der in der Mitte und einmal der links. Das sind diese drei Knöpfe bei dem großen Gesicht. Und jetzt sollten wir eigentlich schon wechseln können, wieder rüber zu Melissa. So, die zieht mal an ihren Helm. Dumpti 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 du. Und wechseln zu Leslie. Die zieht auch mal ihren Helm an. Da müssen wir jetzt aufpassen, dass die noch genug Sauerstoff haben. Sonst muss ich das mal auffüllen gehen bei uns im Bus. Das ist die große Tür von dem Gesicht, das wir auf dem Mars gesehen haben oder in dem Traum. Diese Tür, das sind diese drei Knöpfe und so haben die sich auch hingestellt, die Tetzer. Einer rechts oben, ein Stück niedriger, der in der Mitte. Und der hatte sich zweimal bewegt. Der dreimal in die Hocke und der einmal. Und deswegen müssen wir jetzt diese Leiter hier hinstellen. Drücke Knopf. Eins. Und man hört sogar dasselbe Geräusch bei dem Runtergehen, wie wenn die sich ducken. Zwei. Eins. Zwei. Drei. Und hier haben wir einmal den Knopf.
Eins. Zack, und die Tür ist auf. Yahoo! So, ich meine, hier drin verlieren wir sogar keinen. Können wir sogar das ausziehen? Das schauen wir jetzt doch direkt mal. Testo ist immer gut. Testo. Nimm ab, Helm. Hier ist doch keine Luft mehr. Dann ist das hier hinter erst gewesen. Massive Tür. Kristallkugel. Ach, wir brauchen noch unsere Leiter. Geh nochmal zurück. Halt. Wie kommen wir hier weg? Da, großer Saal. Die Leiter nehmen wir natürlich mit. Ja, bevor ich hier weitermache, würde ich sagen, gehe ich gerade mal wieder Sauerstoff auftanken für beide. Nicht, dass die gleich hier ersticken und sterben. Und ich das schon wieder von vorne machen kann. Wechsel zu Leslie. Halt, nein, nicht da rein. So, und dann schließen wir die Tür und benutzen den Helm mit Sauerstoffhahn. Nun ist er voll. Wechseln zu Melissa. Benutze Helm Sauerstoffhahn. Ah, das reicht schon. Nun ist mein Sauerstofftank voll. So. Und würde ich sagen, machen wir hier mal einen Break. Let's play. Ich glaube, wir sind bei 10 oder 11. Bis zum nächsten Mal. Euer Chojin.